Obwohl, na gut, 25 Tonnen Kohle mehr macht. Na, ist halt auch. Na, nee. So, gucken wir mal. So, was haben wir jetzt für Betriebskosten? 352. Also haben wir jetzt von 551, also haben wir jetzt 200.000 Betriebskosten eingespart. Oh ne, es ist jetzt doch wieder auf Null zurückgesetzt. Naja, gut, egal. Wäre natürlich cool, wenn er sich das merken würde. Aber ich denke mal, es müsste er auch dort Gewinn machen. Vielleicht. So, ist wieder abgerissen, damit da gar keine Spuren davon waren. Es gibt noch genug, na gut. Es wäre halt einfach die, es wäre halt interessant, diese seit Inbetriebnahme. Der Gewinn. Das wäre gut, wenn man, ach hier, Gewinn seit Inbetriebnahme, man kann auch danach filtern, okay. Oha, das sieht aber einigen nicht gut aus. So viele Züge sind das eigentlich gar nicht, ne? Ja, müsste man halt gucken, ob man da irgendwie nochmal irgendwie was hinkriegt. So, waren jetzt die Lok? Das war doch hier irgendwo gewesen, ha? Genau. Müssen wir mal gucken, dass der Zug wieder zurückfährt. Und dann gucken wir mal, ob der jetzt... Theoretisch müsste der ja, wenn der 90.000 Kosten hatte und die Betriebskosten ja jetzt 20.000, 200.000 weniger sind, müsste er doch jetzt eigentlich Gewinn machen. Da war... Entschuldigung, dauerhaft. Gucken wir mal. Gut, was man auch machen könnte, ist, man könnte dem Zug noch ein exklusives Gleis geben. Dass man hier einfach irgendwie... Dass er halt ohne Behinderung fährt. Aber wir gucken jetzt mal, was hat denn der für einen Waggon noch dran? Achso, es ist so ein anderer dann... Kommt hier plötzlich diese ganze Kohle her? Das ist ja auch mal wild. Ja gut, die Beschleunigung ist halt nicht so geil, aber wie gesagt, ich glaube, das macht auf der kurzen Strecke jetzt auch nicht wirklich was. Schauen wir mal. Achso, es haben die natürlich ja keinen Koks bekommen gerade im Moment oder Schwefel oder was auch immer die dort abtransportieren. Aber jetzt geht's wieder voran. So, Steffisburg. Höhe, was macht er jetzt so? Immer noch, jetzt macht er 200.000 Kosten. Achso, es kann natürlich sein, dass durch dieses Hin- und Hergefahr jetzt, dass er da noch nicht, abliefern konnte. Das ist ja jetzt interessant. Ich glaube, einmal gucke ich mir das hier noch an. Natürlich macht Geschwindigkeit auch was aus. Je schneller das geliefert wird, aber eigentlich... Ja, ich weiß, die Beschleunigung ist halt nicht so geil von dem Ding. Schafft das ja nicht mal auf 100 hier bis zum Bahnhof. Das ist ja auch lustig. So, gucken wir jetzt mal. Jetzt, wo er einmal hin und her gefahren ist, müsste es ja eigentlich dann besser aussehen. Immer noch Kosten. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben 200.000... Betriebskosten im Jahr eingespart. Und jetzt macht der Zug doppelt so viel Verlust auf der Fahrt als mit der anderen Lok. Hä? Nur weil da vielleicht ein bisschen langsamer beschleunigt. Das ist ja auch kurios.
Das ist kurios. Muss ich sagen. Hier sind einige Züge im ewigen Minus, wie ich immer so schön sage. So, guck mal, wie es jetzt ist. Immer noch. Na gut, dann kannst du auch die andere Lok wieder haben. Wenn das so anscheinend nicht funktioniert. Dann kriegst du halt die wieder und fertig. Na gut, okay. Die Frage ist, ob man sich jetzt die Zeit nimmt, hier nochmal diese anderen Minuszüge sich anzugucken. Aber das kann halt wie gesagt sein. Na gut, ihr fährt hier rum. Das ist schon eine Strecke. Wie lange brauchen der? Obwohl, es geht eigentlich. Aber das kann natürlich sein, wenn er fährt halt leer zurück, ne? Hier ist aber, glaube ich, auch nichts anderes, was er noch ansacken kann. Mit den Kühlwagen. Ach nee, das sind Containertragwagen. Hier gibt es zum Beispiel Wertstoffe. Kann er damit hier hinten... Wo kommt der her? Ilmenau Elfretikon Viehmarkt. Ersatzteile, Milch, Verpackung, Vieh. Gibt es hier unterwegs was, wo er Wertstoffe droppen könnte? Wo kommen denn die Wertstoffe überhaupt her? Aus welcher Ecke? Ach, von da. Wertstoffe gehen zur Recyclingfabrik. Gibt es vielleicht zufälligerweise unterwegs eine, wo der Zug einfach mal kurz... Guck mal, hier wäre einer. Das heißt, er müsste irgendwie hier drauf fahren, entladen, umladen und können dann dort weiterfahren. Guck mal, das ist doch mal ein kleines Projekt. Vielleicht kriegen wir den Zug dann so in den Gewinnbereich wieder, wenn er noch was mitnimmt. So, das ist jetzt der hier, ne? Fährt dahin. Dann hätte man nämlich hier hier könnte er theoretisch dann auch wieder Verpackungsmaterial mitnehmen und das hierher karren. Das ist jetzt natürlich... Jetzt haben wir es hier. Wie lang ist denn der Zug? Das ist eine 5er-Karre. Es geht also hier, es geht gleich hier hinten weiter. Aber wenn ich hier schon mal eine Möglichkeit habe, dass er hier nochmal die gesamte Strecke im Prinzip Güter transportiert, dann wäre ich doch blöd, wenn ich das nicht mitnehmen würde, die Chance, oder? Wobei er ja für die Verpackungsmaterialien, da würde ich das nicht auf Vollladen stellen. Weil ich glaube, das kriegt dann der Zug nicht hin. Aber das halt, was ist denn das für ein Abzweig hier überhaupt? Ist das für einen Postzug gewesen? Die haben ja programmierte Signale. Ach so, Post. Ja, das mit diesen programmierten Signalen, das haben wir jetzt leider auch nicht so extrem genutzt. Anzahl der Gleise 1, Bahnsteiglänge 5. Wie mache ich das?
Wieder verklickt hier, so. Brücke drüber. Auch von dieser Musik, die gerade läuft, da könnte es ruhig ein bisschen mehr geben. Aber die Frage ist, wenn das Radio Monochrome Vol. 1 ist, gibt es da nicht irgendwie auch mal eine andere, eine Volume 2 oder so? Na gut, jetzt ist natürlich blöd, dass der ja nicht an dem Depot vorbeikommt. Aber das ist mir relativ egal. So, ist es jetzt der Zug hier? Nee. Das ist jetzt nämlich schon bei 7,5 Millionen. So, das heißt, er lädt hier ab. So. Bei Mairie Nord. So, hier muss er jetzt erstmal entladen. Das sagen wir ihm mal explizit. Dann hier umwandeln, umrüsten im Bahnhof. Auf, ich hoffe mal, der kann das. Transportieren Wertstoffe. Oh, jetzt habe ich das wieder aus dem Fokus verloren hier. So, Wertstoffe und dann laden. So, vollladen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So voll, wie das hier mit Wertstoffen ist. So, dann fährst du zurück nach hier. Entladen. Umrüsten auf Verpackung. Jetzt ist die Frage, vollladen oder nicht, weil ich glaube, vollladen, das könnte nicht funktionieren.